Hallo meine lieben Aktienfreunde, lasst uns mal gemeinsam einen ETF anschauen, ARK Invest. Das Mindestziel 15% Rendite im Jahr, also 1,5 Mal mehr als so der breite Aktienmarkt im Mittel hergibt. Ich bin draufgekommen durch eine Diskussion in der Aktienfinder-Community. Das seht ihr hier am Bildschirm, wurde heiß diskutiert, dass ich dachte, da kann ich auch mal ein Video zu machen. Ich selbst bin ja wenig in ETFs investiert, gehe mehr auf Einzelaktien. Was aber hier so interessant war, war die Aussage von Cathie Wood. Das ist diejenige, die der CEO ist von ARK Invest, der Kopf sozusagen, dass dieser Fonds auch für Value-Investoren geeignet sei. Ihr habt richtig gehört, dann eben noch 15% Anspruch Rendite im Jahr. Und vielleicht zu schön, um wahr zu sein, wir gucken uns das Ganze mal an. Das heißt, ich schau mir den Fonds an. Ich habe mir Cathie Wood angeschaut, wie sie tickt, was sie für Vorstellungen, Paradigmen hat, auf denen dann auch der Fonds oder die Investmentstrategie aufbaut. Habe dann auch in den Fonds reingeschaut, mir die Top 10 Positionen mal angeschaut, auch alle Positionen angeschaut, aber die Top 10 Positionen ein bisschen mehr. Zeig euch mal, um was für Arten von Aktien sich da handelt und auch für den Top 10 meine drei Favoriten. Mein Name ist Thorsten Tiet, hier geht es ums langfristige Investieren, weniger in ETFs, mehr in Aktien. Aber wie gesagt, wir gucken uns die ganze Geschichte hier mal an. Hier bin ich gleich in der Consorsbank, muss den Timeout verzögern. Wir kommen dann noch da drauf. Gut, wenn ihr noch nicht in der Aktienfinder-Community seid, könnt ihr gerne beitreten. Ihr seid herzlich willkommen. Schauen wir uns zuerst mal an, warum ARK Invest, dieser Fonds, der Hauptfonds, so interessant ist. Da würde ich auch einfach mal sagen, wir holen uns den Nasdaq rein, gehen dann mal hier auf den Prozentwert, sind hier bei TradingView.com, danke Kollegen, und da seht ihr, dass jedenfalls seit Ende 2014 bis heute dieser Fonds den Nasdaq ganz klar outperformt hat, und das heißt natürlich schon was. Wie kann das sein, beziehungsweise was steht da dahinter? Wir haben bei Cathie Woods ein Investment in disruptive Unternehmen. Wir werden dieses Disruptive wahrscheinlich noch öfter hören in diesem Video. Mit Fokus auf exponentiellem Wachstum, klingt noch besser, in den folgenden Branchen: künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Blockchain, DNA-Sequenzierung, Robotics. Und da sitzen dann Leute bei ARK Invest, die laut Cathie Wood Spezialisten sind, nicht in einem einzelnen Segment, also zum Beispiel Automobile oder Gesundheit, sondern die Technologieexperten sind und versuchen, über diesen Branchentellerrand zu schauen und zu gucken, welche Unternehmen eben Disruptionspotenzial haben, das heißt extrem schnell wachsen und entweder neue Märkte erschließen oder bestehende Märkte aufrollen. Welche Unternehmen das dann sind, werden wir dann im Anschluss auch noch sehen. Und was sie sagt, ist einfach: Wir leben in einem Zeitalter, Cathie Wood sagt, wir leben in einem Zeitalter, in dem neue Technologien Dinge möglich machen, auch wirtschaftlich möglich machen, die vorher so noch nicht möglich gewesen sind. Und was dazu führt, dass diese Unternehmen immer margenstärker werden und halt am Prinzip ein Business machen können, neue Märkte erschließen, alte Märkte aufrollen. Also das ist diese Disruption. Sie gibt auch Beispiele. Oft kommt da Elon Musk drin vor, entweder über Tesla oder dann über SpaceX, in dem Fall dann mit Falcon 9, was die Weltraumfahrt so viel billiger macht, was das hat den Transport von Satelliten ins All viel billiger macht. Stichwort Satelliten, da gibt es ja dann auch dieses Satellitenprogramm von SpaceX, was ungefähr 3 Milliarden Menschen laut Cathie Wood zusätzlich mit schnellem Internet verbinden soll, also mit Breitband, und dann einen neuen Markt erzeugen soll. Dann können die auch endlich online shoppen und bei Netflix ein Abo abschließen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar. Anderes Thema, Zukunftsthema, wären Supersonic Flights oder Überschallflugzeuge. Da soll der Markt sogar 270 Milliarden US-Dollar schwer sein. Ich gebe das mal einfach so weiter. Bitte bei Cathie Wood nachfragen bei irgendwelchen Unsicherheiten oder kommentieren da unten. Kannst du noch jemand anderes sagen? DNA-Sequenzierung ist auch eine große Geschichte für sie. Zusammen mit der künstlichen Intelligenz soll dann beispielsweise möglich sein, Krebsfrüherkennung
zu optimieren, zu verbessern und so Millionen von Menschenleben zu retten. Sehr bullisch ist er auch gegenüber dem Bitcoin. Und allgemein, denke ich, kann man sagen, sie ist halt sehr fortschrittsgläubig. Also jetzt nicht komplett ohne Grund. Wir sehen hier beispielsweise bei Tesla, dass da tatsächlich vieles in Bewegung ist. Wir sehen es einfach. Ob dann aber ihre Renditeziele tatsächlich so auf Dauer zu erfüllen sind oder nicht, das ist eine andere Frage, weil ab und zu macht sie sich meines Erachtens auch ein bisschen einfach. Man kann zum Beispiel das Platzen der die Tech-Bubble ist geplatzt, also man kann sich das Platzen der Dotcom-Bubble schon ein bisschen einfach reden, indem man sagt, die Technologien waren damals noch nicht reif. Das wäre aber meines Erachtens zu einfach. Das heißt, die Geschäftsmodelle müssen tragen, unabhängig von der Technologie, dass die ein wesentlicher Aspekt sind schon. Aber wir hatten damals halt viele Unternehmen, deren Geschäftsmodelle einfach nicht funktionierten. Und das kann heute genauso passieren. Technologie allein ist kein Geschäftsmodell. Insofern muss man dann nur mal ganz genau gucken. Das ist ein Risiko, was ich nach wie vor sehe. Also ihr werdet sehen, es gibt immer mal wieder auch so ein bisschen Cathie Wood-Propaganda. Ich komme dann auch noch auf ein schönes Beispiel. Wir haben hier, wenn ich schon ein bisschen bei der Skepsis bin, auch großes Risiko, also hohe Chance, hohes Risiko. Wenn ihr beispielsweise mal anschaut, jetzt habe ich den weggemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht, und den Vergleichsindex weg, und dann machen wir das Ganze hier in absoluten Beträgen, und dann seht ihr hier, in der Tech-Korrektur hat dieser Fonds, also ist ein Fonds wohlgemerkt, keine Einzelaktie, ein Drittel an Werten spitze verloren. Und das zeigt euch schon, dass wir hier eine ziemlich volatile Geschichte haben. Das werden wir auch noch sehen, wenn wir Einzelaktien uns anschauen. Jetzt bin ich ausgelockt bei der Consorsbank, so ein Pech. Kann ich euch nicht zeigen, wie ihr den Vorkauft bei der Consorsbank. Müsst ihr, aber ich denke, das kriegt ihr selber hin. Also, das ist das Risiko, das ist die hohe Volatilität hier von diesem Fonds. Und ein anderer negativer Aspekt, der damit zusammenhängt, ist die extrem hohe Bewertung vieler Aktien, die in dem Fonds sind. Zeige ich euch doch mal ganz kurz, welche Aktien da drin sind. Da hatte ich eigentlich was anderes aufgemacht hier. Wir haben insgesamt, glaube ich, ja 54 Einzeltitel hier drin. Und da seht ihr dann, welche das sind. Die ersten 10 gucken wir uns ein bisschen näher an im Aktienfinder selbst. Und ihr seht also, sehr techlastig, sind aber teilweise dann auch Gesundheitsunternehmen bzw. Unternehmen drin in der Gesundheitsbranche, ihr Geld verdienen und online bezahlen, Gaming teilweise auch. Ja, also könnt ihr mal gerne durchgehen. Die Geschichte bei der Bewertung ist eigentlich, dass die Cathie Wood die hohe Bewertung rechtfertigt durch das dynamische Wachstum, dynamisches Umsatz, Gewinnwachstum und so weiter. Und was sie halt sagt ist, unser Geist ist nicht dafür gemacht oder ist fürs lineare Denken gemacht, aber nicht fürs Exponentielle. Und ihr Paradigma ist einfach, dass diese Unternehmen es schaffen können und ihre Überzeugung exponentiell zu wachsen. Und dann, was ich auch immer sage, das Unternehmen in ihre Bewertung reinwachsen bei gleichem Kurs, wenn die Gewinne steigen. Und hier sollen sie halt dynamisch steigen. Und das rechtfertigt dann laut Cathie Wood entsprechend sehr hohe Bewertungen. Und sie nimmt dann auch eine 5-Jahres-Perspektive, hat sie gesagt, ein. Das heißt, sie gibt den Unternehmen, sage ich jetzt mal, 5 Jahre Zeit, um in die Bewertung hineinzuwachsen. Und dann sinken dann entsprechend die Multiples. Jetzt dann die eigentliche Frage, auf die wir jetzt zu sprechen kommen sollten, ist der Fonds auch für dich geeignet als Value Investor? Und da nochmal ein bisschen näher ausholen, laut Cathie Wood, ja, laut Cathie Wood ist der Fonds wahrscheinlich für alle geeignet, unter anderem aber auch für Value Investoren. Warum? Hier nochmal etwas zur Propaganda von ihr. Denn sie sagt, dass ungefähr die Hälfte der Unternehmen im S&P 500 innerhalb der nächsten Jahre disruptiert werden sollen. Das halte ich doch für relativ viel. Ich glaube nicht, dass es so viel ist, sind von diesen Unternehmen, insbesondere dann, wenn ihr ein Unternehmen habt und die haben keine Geldprobleme, sind ja meistens größere Unternehmen, S&P 500, und dann kommt ein neuer Konkurrent auf.
Wenn man selbst nicht innovativ genug ist, kann man den Konkurrenten immer noch aufkaufen. Das gibt da also schon einige Dinge, die diese Unternehmen tun können. Und ob wir da noch 50% Ausfallquote im S&P 500 werden, ich interpretiere es mal so, Disruption heißt Komplettausfall. Das Unternehmen geht verschwindend vom Markt. Also das halte ich für ziemlich viel, verbuche ich eher so ein bisschen unter dem Motto Propaganda. Jedenfalls, irgendeine gewisse Anzahl, ein gewisser Prozentsatz an Unternehmen wird bestimmt disruptiert werden. Ich denke, das war noch nie anders in der Menschheitsgeschichte. Lassen wir es jetzt durchaus mehr Unternehmen sein, ein höherer Prozentsatz, was ich auch für realistisch halte, weil einfach die Technologie, der Fortschritt immer schneller voranschreitet. Dann hätten wir also im Prinzip schon hier ein Phänomen der Disruption, sage ich mal so. Und Cathy Wood sagt dann, okay, Value-Investoren können diesen Fonds quasi als Hedge nutzen. Das heißt, die Value-Investoren picken sich Einzelaktien raus, von denen sie überzeugt sind, deren Geschäftsmodell sie gut finden, deren Bewertung sie gut finden. Wenn sie es beispielsweise nicht über Sparpläne machen, dann ist die Bewertung fast egal. Und dann zwacken sie noch einen Teil ihres Kapitals ab und gehen in diesen Fonds rein als Hedge, als Gegenposition, um sozusagen, wenn ein Teil aus ihrem Portfolio wegdisruptiert wird, dann hier auch Profiteure des Wandels im Depot zu haben über diesen Fonds. Ja, also was ich davon halte, dann im Fazit. Welche Aktien im Fonds sind, haben wir schon angeschaut. Und jetzt ist natürlich das Problem, würde ich mal sagen, wenn ihr einen Fonds an sich kauft, da reicht es eigentlich, wenn ihr in das Factsheet reingeht. Ja gut, ihr solltet schon ein bisschen wissen, ihr solltet schon natürlich wissen, was die machen, welche Unternehmen die so drin haben. Aber ihr müsst nicht jedes Unternehmen einzeln analysieren. Das ist ja ein To-Do, wenn ihr Einzelaktien kauft. Jetzt gucken wir uns mal einzelne von diesen Aktien an und schauen, was die gemeinsam haben. Ich habe jetzt hier im Aktienfinder die Top 10 Positionen von ARK Invest, diesem Fonds, mal hier reingenommen. Habe hier einen kleinen Trick gemacht. Ich habe die Sortierung über das Kauflimit geregelt. Also die größte Position ist Tesla, dann kommt Square und ihr seht es ja weiter. Dann schauen wir uns mal an, um auch einen besseren Eindruck zu kriegen bezüglich dieses Fonds, was denn das für Aktien sind, beziehungsweise fundamental, was die für Gemeinsamkeiten haben. Und ist natürlich auch interessant, was man mit dem Aktienfinder damit anfangen kann. Weil das sind ja jetzt keine typischen, ich nenne es jetzt mal Value-Aktien, was wir hier haben, sondern meistens junge Wilde. Und die sind fundamental ein bisschen anders. Was haben denn die für einen Charakter? Also wir sehen ja, wenn wir die Kennzahlen angucken, sehen wir schon, die haben keine Dividende. Das mag jetzt wenig überraschen, insofern ist hier alles leer. Wenn ihr weitergeht bezüglich der Gewinnstabilität, da seht ihr, dass das hier sehr durchwachsen aussieht. Wir haben wenig Unternehmen, die ihre Gewinne stabil steigern konnten, in dem Fall hier über 0,8 als Qualitätsmerkmal, relativ nah dran, nochmal Square. Aber ansonsten, oder Baidu, aber ansonsten also relativ niedrig, teilweise hochgradig negativ. Beim operativen Cashflow sieht es ein bisschen besser aus. Richtig gut aus sieht es allerdings beim Umsatz. Wir haben hier stabil wachsende Umsätze. Wenn ihr mal auf die Wachstumsraten schaut, dann ist zweistellig, dick im zweistelligen Bereich, Pflichtprogramm. Und das ist genau das, was Cathy Wood sagt. Sie setzt auf Unternehmen, auf Game Changer, die den Markt sozusagen entweder aufrollen, den bestehenden Markt oder neue Märkte erschließen. Und da ist schnelles Wachstum Pflichtprogramm. Das Negative bei solchen Unternehmen ist, dass die meisten noch niedrige Margen haben oder negative Margen sogar, weshalb einige dieser Unternehmen noch nie Gewinn erwirtschaftet haben, was übrigens natürlich auch wieder die Bewertung schwieriger macht von diesen Unternehmen. Und das werden wir uns dann auch nochmal gleich anschauen. Was viele dieser Unternehmen auch gemeinsam haben, das ist, dass die jetzt zum Beispiel auf 5-Jahres-Sicht oder auf etwas längere Sicht extrem gut gelaufen sind. Fast alle dieser Unternehmen haben es auch im Kurs verdoppelt, verdreifacht, vervier- oder sogar verfünffacht innerhalb eines Jahres. Das heißt,
Da ist schon was gegangen an der Börse und da von daher auch natürlich dann eine sehr hohe Bewertung wieder im Umkehrschluss. Wenn ich jetzt mal diese 10 Aktien anschaue und mal gucken sollte, welches hier so meine Favoriten sind. Übrigens, diese 10 Aktien machen 50% vom Marktwert des Fonds aus. Also wir haben zwar über 50 Aktien in dem Fonds drin, aber diese 10 machen schon über 50% aus. Wenn wir die uns jetzt mal noch im Detail ein bisschen angucken, dann denke ich, wisst ihr gleich, was ich meine, beziehungsweise wenn wir auch wieder Gemeinsamkeiten sehen. Wenn wir uns jetzt Tesla anschauen, die habe ich ja auch im Depot. Das ist schon ein reiferes, in Anführungszeichen, Unternehmen. Warum reifer? Wie komme ich drauf? Weil die jetzt beispielsweise schon positive Margen haben. Das heißt, die machen schon Gewinn. Die hatten eine extrem lange Verlustphase. Die Umsätze sind gestiegen, aber die waren lange, lange im Verlust. Und viele dieser Unternehmen sind nach wie vor in der Verlustphase. Gucken wir uns mal zum Beispiel Teladoc an. Seht ihr, was ich meine? Die Umsätze wachsen relativ schnell, aber die Margen, die sind teilweise hier operative Marge, negative Marge, dick im Minus. Und da ist halt immer die Frage, wann wird das ganze Ding positiv? Vielleicht sogar wird es überhaupt jemals positiv, weil Umsatzwachstum ohne jemals positive Margen zu erwirtschaften, ist ja auch ein Todesurteil, ist quasi überhaupt nichts wert. Andere Aktien hier, Zillow Group zum Beispiel, habe ich extra für dieses Video aufgenommen, seht ihr auch hier. Machen keinen Gewinn, haben negative Margen nach wie vor. Und ja, das macht das Ganze natürlich etwas schwierig. Aber es gibt auch Unternehmen, die Gewinne machen. Und da kämen wir dann auch schon zu meinen Top 3 Aktien. Wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde und sage, Thorsten, du musst jetzt 3 dafür kaufen, kriegst du Geld dafür, kauf mal 3. Welche 3 würde ich jetzt spontan mehr oder weniger kaufen? Spontan war, ich bin jetzt nicht alle 10 Unternehmen durchgegangen und habe mir das alles im Detail angeschaut, die Geschäftsmodelle etc. Bei mir wäre es Tesla, Square und Shopify. Das sind 3 Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ich verstehe und die alle schon auch positive Margen haben, beziehungsweise wirtschaften. Hier ist die Nettomarge zugegebenermaßen etwas gering bei Shopify, aber sie erzielen bereits Gewinne. Und bei, war das Shopify, das war Square, Entschuldigung, und hier kommt Shopify, ist es genauso. Auch schon positive Margen. Haben beide was mit dem Bezahlen zu tun. Square hatte ich schon mal analysiert. Shopify bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auch hier geht es ums Online-Bezahlen und dann noch um erweiterte Dienstleistungen, um eben diese Unternehmen zu entlasten mit den Dingen, die da anfallen mögen, Rechnungserstellung, Controlling und so weiter. Und bei Square eher Richtung Einzelhandel, aber es gibt da viele Überschneidungen. Tesla muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel dazu sagen. Was jetzt noch vielleicht interessant wäre, bezüglich Bewertung, wenn ihr euch das Ganze mal hier anschaut, in der dynamischen Aktienbewertung, die ja eigentlich gemacht ist für Unternehmen, die ihre Gewinne schön langfristig steigern, für im Gegensatz zu diesen Disruptoren, sage ich mal, langweilige gestandene Unternehmen. Da könnt ihr dann trotzdem aber sehen, was mit dynamischem oder mit exponentiellem Wachstum gemeint ist. Wenn man hier einfach mal den Fernwert bereinigt zum Beispiel heranzieht oder den Fernwert Cashflow. Ja, und warum hier dann der Gewinn abflachen soll, das nehmen, machen wir mal weg. Aber es ist halt einfach so, das machen wir jetzt auch mal weg, dass wenn diese Unternehmen wie Tesla ihren Gewinn, wir bleiben mal beim Fernwert, und dass das hier abenteuerlich hohe KGVs teilweise sind, also das KGV, das bereinigte KGV hier von Tesla liegt bei 280. Also nicht gerade als günstig zu bezeichnen. Und trotzdem, wenn wir dieses KGV beibehalten, würde die Aktie relativ bald den fairen Wert von 140, also die Durchschnittsbewertung auf einem zugegebenen Maßen, sehr kurzen Zeitraum erreichen. Schon im nächsten Geschäftsjahr. Cathie Woods geht von 5 Geschäftsjahren aus, also viel länger als hier. Und das haben wir jetzt hier so lange nicht. Ist natürlich auch alles extrem Glaskugel. Sind auch Wetten natürlich. Wetten, die gerade bei Cathie dann relativ oft auch schief gehen werden. Also wenn sie sagt, 50% der Unternehmen S&P 500 werden innerhalb der nächsten Jahre disruptiert, habe ich eher meine Zweifel. Wenn sie sagen würde, 50% der Unternehmen, in die ich investiere, sind im Nachhinein Flops, dann würde ich dir eher zustimmen.
Aber der Aktienmarkt, das Schöne ist ja gerade daran, dass eine einzelne Aktie mehrere 100% zulegen kann, aber halt nur 100% verlieren kann. Insofern, wenn du 50% Flops hast und die anderen 50% können es dann locker rausreißen. Und da man ja sowieso am Ende nur auf die komplette Wertentwicklung des Fonds schaut, fällt es dann auch gar nicht weiter auf. Naja, also ihr seht hier, dass tatsächlich, wenn dieses Wachstum so beibehalten wird, dann gibt es jetzt erstmal auch keinen Grund, dass die Multiples stark sinken sollten. Erstmal könnt ihr wenigstens annehmen, sodass es dann in Anführungszeichen halbwegs realistisch wäre. Und dann hätten wir zum Beispiel hier eine Tesla-Aktie mit einem fairen Wert nach dem Stock-Split wohlgemerkt von 1200 US-Dollar, was natürlich jetzt schon relativ abenteuerlich klingt. Das ist ja fast eine Kursverdopplung auf dem aktuellen Niveau. Auch bei anderen Aktien kann man das sicherlich sehen. Gucken wir uns ganz kurz mal Square an noch. Nehmen da auch den bereinigten Gewinn. Alles quick and dirty. Ich gebe es zu, aber es soll ja hier einfach nur illustrieren, was es mit diesem exponentiellen Wachstum auf sich hat. Und da haben wir hier auch Tesla-mäßige KGVs, auch hier 270 momentan. Und in der kurzen Vergangenheit waren es um die 170 und auch hier hätten wir dann den Fall, hier kann man noch ein bisschen weitergehen, kommen wir fast zu den 5 Jahren, drei Vierteljahren, dann wäre die Aktie hier über 600 US-Dollar wert, momentan kostet 260 US-Dollar. Und das sind halt solche Effekte, auf die die liebe Cathy setzt. Und wie ich schon sagte, oft wird es schief gehen, aber sie braucht halt nur genug Treffer und dann geht es halt dann trotzdem nach oben. Muss man mal schauen, wie es ist. Ja, und jetzt das Fazit. Meiner Meinung nach, also ist tatsächlich so, also ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da Unternehmen drin sind. Also wir haben hier halt eine bunte Mischung. Ja. Wir haben auch ja andere Unternehmen hier wie Tencent beispielsweise, wo ich dann auch noch investiert bin. Wir haben auch Unternehmen, an die ich weniger glaube, wie beispielsweise Palantir. DocuSign finde ich jetzt wieder deutlich realistischer vom Geschäftsmodell. Hier habe ich einige schon genannt. Und jetzt ganz unabhängig von der Bewertung. Also auch wenn ich bei einzelnen Aussagen skeptisch bin, gegenüber die liebe Cathy gemacht hat hier mit den 50% S&P 500 Disruptionsquote, würde ich jetzt trotzdem sagen, ja, wer bei diesem Disruptionsspiel dabei sein möchte, dem einzelne Aktien aber zu heiß sind, was ich durchaus verstehen kann, der könnte durchaus einen überschaubaren Teil seines Depotvolumens in diesen Fonds stecken. Total Expense Ratio übrigens 0,75%, also ist noch verkraftbar dafür, dass das ja so im Prinzip ein aktiv gemanagter Fonds ist. Und dann fühlt man sich vielleicht besser, weil man beim Disruptionsspiel mitmischt und kann man halt dann noch viel Glück wünschen. Man weiß natürlich, dass dieses Teil hier im Prinzip genauso volatil sich teilweise verhält wie eine Einzelaktie, habe ich ja vorhin gezeigt. Aber ja, es ist halt ein Thema, es ist ein Disruptionsfonds, sage ich mal so. Und wer dabei sein möchte, tatsächlich, der kann hier mitspielen. Gut, das wäre mal meine Meinung gewesen zu diesem ARK-ETF, zu dem alle irgendeine Meinung plötzlich haben. Das war meine. Deine Meinung kannst du unten in den Kommentar reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder um Einzelaktien. Ciao!